Ja, ich sitze in einer Badewanne. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ein Schaumbad genommen, das war im Floktober. Normalerweise bin ich nicht so der Schaumbad-Typ und ich bade auch sehr, sehr selten. Aber ich habe euch ja gesagt, ich plane den einen oder anderen Tag selber zu erstellen und für eine Szene brauche ich nun ja eine Szene in der Badewanne. Nein, es ist kein Badewannentag. Ich glaube, dafür würden dann doch zu wenige mitmachen. Abgesehen davon haben nicht alle Leute eine Badewanne. Gestern habe ich ja, ich sage jetzt mal, das eklige Katzenvideo gemacht und ich war mir davor und danach nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich mit euch teilen will. Doch dann hat der Jakob heute ein Antwortvideo gemacht und hat auch ein bisschen über solche ekligen Sachen geredet, wodurch mir die Sache jetzt nicht mehr so schlimm vorkommt. Also vielen Dank dafür, Jakob. Jetzt bin ich gleich wieder ein bisschen beruhigt. Ja, und die Julie hat gestern ein Video gemacht, wo sie im Wald ist, mit schönen Bäumen, mit roten Blättern. Also ich habe mir auch schon vorgenommen, dass ich jetzt irgendwann mal mit der Kamera in den Wald gehe. Aber bis jetzt war es eher so geplant, dass ich mich selber auch dabei filme und ein bisschen rede dazu. Aber vielleicht, ja, filme ich auch einfach nur ein bisschen die Gegend und so, ist sicher auch nicht schlecht. Ja, und ansonsten, Julie, vielleicht kann ich dich heute inspirieren. Wie wäre es mit Badewannenvideo? Ja, das. Oh, ein Würstchen. Ich glaube, ich habe noch nie in der Badewanne gegessen. Das ist übrigens ein veganes Würstchen. Meine Freundin lebt ja vegan und ich vegetarisch, meistens auch vegan, aber ja, hin und wieder eben mit Käse und so. Ich denke, dazu kommt vielleicht auch nochmal ein Video, aber ich wollte jetzt unbedingt mein Würstchen präsentieren. Dann zeigt er einfach sein Würstchen in der Badewanne. Also wirklich. Nom, nom, nom. Das war so richtig scharfes Würstchen. Na gut, an sich hatte ich geplant, noch über das eine oder andere Thema jetzt zu reden, aber eigentlich habe ich gerade nicht so viel Lust. Ich werde jetzt eher so ein bisschen noch entspannen in der Badewanne, ja, und wir sehen uns dann mit vollem Elan morgen wieder, okay? Gut, also dann bis morgen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, noch einen schönen Sonntag. Ich werde jetzt ein bisschen Musik hören und dann noch die Szene für das Tag-Video drehen. Ja, keine Sorge, mein Würstchen hat damit auch nichts zu tun. Ja, bis morgen!